Hallo, ihr zu Hause. Wie ihr seht, melde ich mich heute auch wieder von mir zu Hause aus. Ich hoffe, es geht euch allen gut und es ist euch hoffentlich nicht zu langweilig in der Quarantäne. Aber gegen die Langeweile habe ich mir gedacht, dass wir noch mal eine Runde Sport machen. Dieses Mal habe ich ein paar andere Übungen vorbereitet und für ein paar Übungen braucht ihr ein, zwei Sachen, die ihr ganz bestimmt zu Hause habt. Ich denke, wir fangen jetzt sofort an. Wir machen uns als erstes warm und dafür stehen wir auf. Heute machen wir zum Aufwärmen den Hampelmann. Wir machen ihn erst ganz langsam und dann werden wir ein bisschen schneller, okay? Wir machen den Hampelmann auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Super. Das macht ihr schon richtig gut. Jetzt machen wir das ein bisschen schneller, okay? Klasse. Genau, schön schnell. Die Arme nach oben. Klasse. Und wieder etwas langsamer. Super. Nochmal etwas schneller. Ja. Übung. Dafür drehe ich mich ein bisschen, damit ihr mich besser sehen könnt. Dieses Mal brauchen wir unsere Beine. Und zwar ziehen wir die Beine bis zum Popo hoch. So, genau. Schön bis zum Popo. Das machen wir ein paar Mal langsam. Und etwas schneller. Ja, super. Und wir werden wieder etwas langsamer. Schaffen wir nochmal schnell? Na klar, oder? Super. Und stopp. Wir benutzen nochmal unsere Beine. Diesmal ziehen wir die Knie ganz hoch. Sehr gut. Super. Das schaffen wir auch schneller, oder? Los! Und wieder langsamer. Klasse. Nochmal eine Runde schnell und los geht's. Zieh die Knie. Gut. Und stopp. Jetzt schütteln wir uns ein wenig aus. Die Arme und die Beine. Super. Nochmal die Arme. Schön wie ein Zappelphilipp. Könnt ihr wie ein Zappelphilipp zappeln? Super. Und wir hängen uns einmal so nach unten. Atmen durch. Kommen wieder hoch, langsam. Und drehen die Schultern. Erst nach hinten. Die Übung kennt ihr, die hatten wir letztes Mal auch, oder? Und nach vorne. Sehr gut. Nochmal nach hinten. Ja. Und nach vorne. Super. So, mit dem Aufwärmen sind wir fertig. Jetzt braucht ihr drei Flaschen von zu Hause. Ich habe Glasflaschen. Ihr könnt aber auch Plastikflaschen oder auch etwas anderes nehmen. Das ist vollkommen egal. So, wie ihr seht, habe ich hinter mir die Glasflaschen schon verteilt. Die sind immer in einem gewissen Abstand, damit ich auch gut darum herumlaufen kann. So wie ihr auch zu Hause. Ihr sucht euch einen tollen Platz, wo ihr genügend Platz habt, um darum herumzulaufen, weil wir machen jetzt eine Art Parcours um die Flaschen herum. Habt ihr Lust? Dann fangen wir mal sofort an.
So, wir fangen hier vorne an der Flasche an und laufen um die Flaschen. Ganz normal laufen. Sehr gut. Schön aufpassen, dass ihr die Flasche nicht trefft. Und noch ein letztes Mal. Super. So, wir sind normal um die Flaschen herumgelaufen. Jetzt können wir stampfen wie ein Elefant. Dazu machen wir erstmal den Elefantenrüssel, okay? Und dann fangen wir an, um die Flaschen wie ein Elefant herumzustampfen, okay? Und los geht's. Stampf und stampf und stampf und stampf und stampf. Und höre. 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 Und noch eine Elefantenrunde. Höre. Alle Elefanten wieder da? Super. Okay, jetzt sind wir gestampft wie ein Elefant und jetzt sind wir ganz leise. Und zwar laufen wir auf Zehenspitzen und ganz leise, als würden wir schleichen um die Flaschen herum, okay? Das war ja richtig leise. Klasse. Okay. So, wir können mit den Flaschen noch etwas anders machen. Dafür braucht ihr ausreichend Platz. Und zwar stelle ich die jetzt einfach ein wenig nach vorne. Weil ich habe hier hinten leider sonst nicht so viel Platz. So. Und zwar können wir über die Flaschen herüberhüpfen. Da müsst ihr gut aufpassen, dass ihr euch nicht wehtut. Und auch, dass ihr die Flaschen nicht umstößt, okay? Ansonsten könnten wir es erstmal versuchen, breitbeinig zu machen. Wir hüpfen immer in die Zwischenräume der Flaschen, okay? Dann versuchen wir das nochmal. Hüpf, hüpf, zurück, hüpf und hüpf. Gut. Okay, das war es schon, was wir mit den Flaschen heute machen. Die können also erstmal weg. Schwupps und schwupps. Jetzt machen wir noch eine kleine Übung zum Schluss. Und zwar stellen wir uns auf ein Bein. Wie ein Flamingo. Der steht auch meistens auf einem Bein. Schön ausbalanciert. Super. Und einmal das andere Bein. Sehr gut. Schön nach oben ziehen das Knie. Oder ihr könnt das Bein auch so nach hinten machen. Klasse, nochmal das andere Bein. Gut. Okay, zum Schluss noch einen kleinen Sprint. Ja, wir sind schneller. Super. So, ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr konntet einiges mitmachen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Tschüss!